und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Yep, heute ist Freitag, heute ist endlich der letzte Tag der Woche. War eine lange Woche. Diese Woche direkt nach dem Zeitumstellen ist echt immer bescheiden. Ja, gut, heute ist Freitag und heute habe ich euch ein anderes Thema im Gepäck. Und zwar geht es heute um das Thema, mir ist ja vor ein paar Jahren, habe ich mal, vor ein paar Jahren, das klingt schon voll lang her, aber so vor ein, zwei Jahren, habe ich irgendwann mal ein Video gedreht, in dem ich euch den Tipp gegeben habe, wenn man sich eine Meinung bilden soll, will oder möchte oder es macht eben, dass man dann so viele Leute wie möglich befragen soll. Und ja, dieses Video ist ein kleiner Nachtrag zu diesem Video, weil mir ist etwas an diesem Punkt aufgefallen, was etwas problematisch ist. Also, wartet mal ganz kurz, Beine ausstrecken. Ja, also, mir ist aufgefallen, ich habe euch ja den Tipp gegeben, fragt so viele Leute wie möglich oder informiert euch so viel wie möglich und dann kriegt ihr Infos. Und jetzt wollte ich euch, weil es eben gerade so total zeitaktuell ist, mal meine Meinung zum Thema gehört der Islam zu Deutschland sagen. Und dann ist mir etwas sehr Interessantes aufgefallen, nämlich ich habe dazu keine Meinung, also überhaupt keine. Also ich bin da noch nicht dazu gekommen, mir eine Meinung zu bilden. Und es ist nicht so, dass ich es nicht schon versucht hätte, wirklich nicht. Aber ich habe gemerkt, dass es da ein Riesenproblem gibt und dass es das bei so umstrittenen oder viel diskutierten Themen öfters gibt. Nämlich, wenn du dann irgendwie mal anfängst, viele Leute zu fragen, dann versuchen die dir entweder mit einer Vehemenz, dir ihre Meinung aufzudrängen, oder sie wollen sofort deine Meinung dazu wissen, oder sie sagen dir, was sie dazu denken, und wenn du dann nur nachfragst, ja warum denn, dann kommt immer dieses, ja, weil das eben so ist und weil das so ist und weil ich deswegen und überhaupt. Und dann kommen gar keine Antworten auf die Frage, warum eigentlich. Dann ist eher so dieses Prinzip, ja, ich verteidige mich dafür, dass ich dieser Meinung bin, obwohl ich keinen wirklichen Grund nennen kann, warum bin ich denn dieser Meinung, so zumindest in meiner Beobachtung. Und daraus sich dann eine Meinung zu bilden, finde ich dann ehrlich gesagt echt schwer. Und was ich immer gerne mache, ist natürlich solche Sachen machen wie Talkshow-Runden anzugucken. Habe ich euch auch in dem Video, glaube ich, erzählt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, es ist schon so lange her. Und mein Gehirn ist ein bisschen ein Sieb. Ja, ich kann mir so viele Dinge merken. Nur das, was ich in den Videos erzählt, ist irgendwie sehr schwer nur. Naja, und dann ist es auf jeden Fall so, dass ich euch erzählt habe, dass ich so gerne Talkshow-Runden anschaue, wie Anne Will oder Markus Lanz oder eben Hart aber fair. Und da ist mir aber auch was aufgefallen. Und dasselbe Phänomen beobachte ich auch, wenn man dann solche Themen an Kaffeerunden oder sowas bespricht. Nämlich, die Leute schreien sich nur noch an. Die schreien sich dann an, um ihren Standpunkt klarzumachen. Und das Interessante ist, meine Großmutter und mein Großvater hatten immer diesen Spruch drauf, der hieß, wer schreit, hat Unrecht. Darum schreie ich nie. Was nicht heißt, dass ich immer Recht habe, aber sehr oft. Nein, kleiner Witz. Aber ja. Ja, und was mir daran aufgefallen ist, ist, wenn du jemanden mit einem Thema anschreist, wenn du ihn versuchst mit einem Schreien, also mit einer sehr dominanten Art, deine Ansichten klar zu machen, dann schreit er meistens zurück. Und dann schreit ihr meistens zur selben Zeit. Und dann könnt ihr euch eigentlich gar nicht mehr zuhören. Also wie willst du jemandem deinen Standpunkt klar machen, wenn du schreist, wenn der andere dann auch anfängt zu schreien und ihr beide dann nur noch aneinander vorbeischreit? Das ist nämlich das Interessante, was ich beobachtet habe. Ich habe vor kurzem ich habe mir versucht, da wirklich eine Meinung zu bilden und habe deswegen Talkrunden angeguckt. Und in vielen haben die sich einfach nur noch angeschrien. Und die haben aneinander vorbeigeschrien. Und das Lustige war, wenn man mal den Einzelnen nur zugehört hat und sich wirklich nur auf die Einzelnen fokussiert haben, haben sie im Grundkern dieselbe Aussage gehabt. Aber sie haben es eben nicht gemerkt, weil sie sich nur noch angeschrien haben. Und das ist eben die Grundaussage, ist dann schwer noch zu mitzubekommen. Und ich finde es eben schade, wenn wir mehr oder weniger versuchen, eine Meinung uns zu bilden oder wenn man sich versucht, irgendwie weiterzubilden
und man dann angeschrien wird, weil ich für meinen Teil, ich mag es überhaupt nicht, wenn ich angeschrien werde und ich kann es auch überhaupt nicht ausstehen, wenn man mich von oben herab behandelt nach dem Motto, das muss dir doch klar sein, warum das so und so ist, weil es ist mir dann nicht klar. Ich stelle ja sicher keine Fragen, wenn ich eh schon weiß, was die Antwort ist. Es ist so vom Prinzip wie die Frage, was kam zuerst, die Hände oder das Ei? Dann ist der Streit, dann streiten alle drum und man hat manchmal so das Gefühl, dann die anderen müssen erwarten, du musst doch schon wissen, warum die Hände oder was zuerst da war. Aber es gibt Fragen, die weißt du nicht. Und es gibt Fragen, auf die kennst du auch keine Antwort. Und es gibt so Fragen, wo du einfach dastehst und dann erstmal einfach nur gerne hättest, dass dir jemand mal sagt, ja, warum bist du der Meinung, dass es so ist? Oder warum bist du eben nicht der Meinung, dass es so ist? Und ich möchte nicht, dass ich möchte deine Meinung nicht verändern. Ich möchte nicht deine Meinung irgendwie anzweifeln, sondern ich möchte mir nur gerne deine Meinung hören, um mal zu sehen, ob es auch meine Ansichten sind. Oder auch um nur zu vergleichen zu können, was sind denn da, was stimmt da mit dem, was ich auch so sehe, überein? Um dann vielleicht zu wissen, ja, doch, ich bin dafür oder ich bin gegen etwas. Oder ich bin, manchmal gibt es ja auch manchmal so Sachen, wo man dann am Ende einfach sagen muss, ich bin weder dafür noch bin ich dagegen. Ich bin für einen Teil davon, aber ich bin eben auch gegen einen Teil davon. Und deswegen muss ich sagen, ich stehe zu dem Thema neutral, möchte aber auch mich da weiterbilden. Und je mehr wir lernen, je mehr können wir dazu wissen und je mehr man weiß, je leichter fällt es einem manchmal, sich selbst eine Meinung zu bilden oder seine Meinung fortzubilden. Ja, ihr seht, ich bin immer noch nicht alleine und jetzt habe ich auch noch Kratzer auf dem Schoß. Da habe ich eine klare Meinung dazu, Leo. Nur mal, damit wir das geklärt haben. Bin ich nicht Fan von. Andererseits, manchmal finde ich es auch schön, wenn er dann einfach auf meinen Schoß hüpft. Aber solche Sachen meine ich. Zum Beispiel weiß ich für mich persönlich, wenn ich irgendwie eine Frage habe, dann ist es so, dass ich einfach mal meine Mutter oder meinen Vater fragen kann und dass ich dann nicht angeschrien werde, sondern dass die mir einfach versuchen, die Frage zu beantworten. Und ich habe oft so das Gefühl, auch wenn du ins Internet gehst oder unter Videos, in denen es um dieses Thema geht, einfach was mal nur die Kommentare durchliest, dann sind meistens irgendwie sehr viele negative Kommentare da und die zwei, drei positiven, die gehen da drin total unter. Und ich habe dann oft den Eindruck, ja, das ist dann doch schon so irgendwie von denen, die negativ gestimmt sind, in der Form von, ich will dich auf meine Seite beeinflussen. Weil ich. Ist das jetzt Schwachpunkt? Ich habe auch den Eindruck, wenn man eben, ja, wenn man eben die Leute, die einen dann so vehement versuchen, etwas klarzumachen, die, ja, denen höre ich zu, klar. Denen versuche ich die Aufmerksamkeit zu geben und ich höre mir die Argumente an. Aber ich versuche dann immer, es noch differenziert zu sehen, weil ich eben einfach oft da das Gefühl habe, die sehen es dann in ihrer Sicht, aber die sehen gar nicht über diese Sicht hinaus. Und das finde ich dann auch ein bisschen schade, weil ich finde, auch wenn man sich eine Meinung gebildet hat, sollte man dennoch offen bleiben, auch für andere Ansichten. Ihr seid, also entschuldigt, aber ich bin hier gerade von einem uncharmanten Volk umgeben. Der Hase knabbert da, Verpackungsmaterial und Mutter gähnt an der Seite. Und ich soll mich da dazwischen konzentrieren. Ist ja jetzt nicht nett. Na gut. Aber ja, das ist Elenas heutiger Tipp des Tages für alle Zuschauer und für alle, die es interessiert. Bleibt immer offen für andere Meinungen. Und wenn euch jemand fragt, wie ist denn deine Meinung zu, dann schreit denjenigen nicht an, versucht demjenigen nicht mit einer Vehemenz eure Meinung einzupläuen und versucht auch nicht, dass er dann am Ende eure Meinung ist und sagt, ja, stimmt dir doch voll zu, sondern versucht es doch einfach erstmal ihm nur die Info zu geben, was ist eure Meinung. Und ja, es ist schwer, weil man hat immer irgendwie seine eigene Sicht auf die Dinge.
Aber man sollte es zumindest versuchen, dem anderen seine Sicht auch als eine gute Sicht zu betrachten und nicht nur die eigene Sicht. Wenn jeder nur noch seine Sicht als die Lösung für alles betrachtet, dann sind wir in spätestens 10 Jahren alle nur noch in unseren eigenen Welten und können gar nicht mehr miteinander reden. Und das wäre doch auch schade. Ja, gut. Ich würde sagen, wir beenden jetzt das Video, weil ich werde schon wieder angeguckt wie der Fisch von der Katze. Und ich habe das Gefühl, ich werde auch gleich wieder angesprochen. drum bleibt immer offen für andere Meinungen und bildet eure Meinung nicht so fest, also bildet eure Meinung, aber versucht nicht immer eure Meinung mit aller Gewalt dann auch durchzusetzen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich werde mich jetzt um mein hyperaktives Karnickel kümmern, das meiner Meinung nach jetzt in Stein gehört. Mir ist bewusst, dass mein Karnickel jetzt eine andere Meinung hat, aber in diesem Fall setze ich jetzt mal meine Meinung durch. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Das war jetzt mein Handgelenk. Ich habe mir nichts gebrochen. Ich habe einfach nur noch blöde Wachstumsbuben, die immer knacksen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis nächstes Mal. Ciao.